Sozusagen. Und damit sind wir direkt beim Thema und müssen die sportliche Wunde vom Wochenende noch einmal aufreißen, die allen Hansa-Fans zugefügt wurde. Niederlage in Chemnitz, Saison beendet, Aufstieg verpasst. Und das war vor allem für einen Hansa-Spieler besonders bitter. Es ist ein Schlüsselmoment der Saison. Kai Bülow verletzt sich Anfang November am Knie. Sein Ausfall wird sich später schmerzlich bemerkbar machen. Vor der Saison steht bei Hansa wieder mal ein Umbruch an. 17 neue Spieler sind gekommen. Kai Bülow gibt der Mannschaft mit seiner Erfahrung Stabilität. Sogar ein Tor gelingt ihm in Ingolstadt. Es ist der Auftakt zu einer langen Serie ohne Niederlagen. 8 Spiele ganz genau. Sie wecken in Rostock Hoffnungen auf mehr. Höhepunkt der Heimsieg gegen 1860 München. Schon eine Woche später sieht die Welt anders aus. In Jena blamieren sich die Hanseaten, verlieren beim Tabellenletzten als erstes Team überhaupt. Frust. Und dann verletzt sich auch noch der Erfahrenste. Ohne Bülow geht es bergab. Schlechte Leistungen, Niederlagen, kurz vor Weihnachten und Hansa hat wieder mal die Winterkrise. Die erste große auch für Jens Hertel. Kai Bülow beißt sich auf dem Trainingsplatz rein, doch die Mannschaft muss weiter ohne ihn auskommen. Was ihr schließlich besser gelingt. Die Rückrunde, ganz anders als das Hinrundenende. Braunschweig zu Hause pulverisiert. Die Formkurve stark ansteigend, da kommt Corona. Die Tugenden des Fußballs, sie scheinen neben dem Platz nichts mehr wert zu sein. Die Liga streitet, ist gespalten in der Frage Saisonabbruch oder Weiterspielen. Der DFB als Entscheider wirkt gelähmt und ringt sich nach langem Hin und Her zu Geisterspielen durch. Hansa kommt nach der Pause noch mal ran. Jetzt, nach 7 Monaten, ist auch Bülow wieder dabei. Doch die Chance, ganz oben ranzukommen, verpasst das Team. Immer dann, wenn es sie bekommt. Die direkten Konkurrenten machen es besser. Die Enttäuschung sitzt tief, auch und besonders bei Kai Bülow. Denn das war sie, seine letzte Saison im Hansa-Trikot. Na, jetzt ist der Kopf wieder oben und die erste Trauer vielleicht auch schon verflogen. Guten Abend, Kai Bülow in Rostock. Schönen guten Abend. Wie hatten Sie sich denn eigentlich Ihr Karriereende ausgemalt? Ja, ich glaube, so richtig, wenn man es beschließt, hat man gar kein Bild im Kopf, wie es denn sein sollte. Aber mit dem Sieg im letzten Spiel, das wäre natürlich schön gewesen. Und mit, mit dem Aufstieg natürlich wäre es perfekt gewesen. Aber ich glaube, auch so war es für uns alles in allem eine gute Saison. Und ich gehe auf jeden Fall ohne zu weinen jetzt in den Fußballruhestand. Offiziell gab es dieses Saisonziel Aufstieg ja gar nicht. Aber zwischendurch gab es dann doch die Chance. Viele haben darauf gehofft, dran geglaubt. Was ist Ihre Meinung? Hat die Mannschaft, hat der Verein das Zeug, zurückzukehren in die zweite Liga? Ich glaube, der Verein ist auf einem sehr guten Weg. Ich glaube, dass es auf jeden Fall gut ist, wenn man konstant arbeitet und wenn man mit demselben Personal versucht, über einen längeren Zeitraum zu arbeiten. Und das macht Hansa derzeit sehr gut. Der Trainer ist langfristig gebunden. Es wird versucht, Spieler längerfristig zu binden. Und ich glaube, das ist der einzige Weg, wie man in dieser Liga dann auch am Ende ganz oben stehen kann. Trotzdem hat Jens Hertel gerade gesagt, der Mannschaft fehlt so ein bisschen der Wille. Am Ende wird zu wenig der Sieg eingefordert. Wie sehen Sie das? Ja, ich glaube, das war das große Manko generell, dass auch wenn wir geführt haben, dass wir auf das zweite Tor weitergespielt haben und dann am Ende auch frühzeitig Spiele für uns entschieden haben und so immer auch bis zum Schluss zittern mussten und auch einige Spiele dann zum Schluss dann noch aus der Hand gegeben haben. Das sind natürlich Punkte, die uns am Ende schmerzlich fehlen, aber gut, die Mannschaft bleibt hoffentlich in großen Teilen so zusammen und kann dann aus ihren Fehlern lernen und das nächste Jahr besser machen. Ja, für Sie ist es jetzt vorbei erstmal auf dem Profi-Rasenplatz. Hat Ihnen der Fußball zum Schluss überhaupt noch Spaß gemacht in diesen leeren Stadien vor leeren Rängen? Ja, also Fußball hat mir immer Spaß gemacht, muss ich ehrlich sagen. Und gerade das wird mir, glaube ich, auch am meisten fehlen, das mit meinen Kollegen zusammen auf dem Trainingsplatz zu stehen und in den Stadien zu stehen und dort Spiele zu haben. Klar wäre es natürlich mit Fans alles ein bisschen schöner gewesen, aber ja, Fußball macht auch ohne Fans dann auch mal Spaß. Welches war Ihr schönster Fußballmoment? Oh, der schönste Moment war eindeutig der Aufstieg im Hansa Rostock in die Bundesliga 2006, 2007. Ja, und Sie hatten ja auch auswärts, also bei 1860 München, ein paar tolle Spiele und ein paar tolle Tore. Wir gucken nochmal zurück auf die Stationen der Karriere von Kai Bülow. Hallo, mein Name ist Kai Bülow, ich bin 19 Jahre alt. Ein Rostocker Jung.
In Bentwisch das Fußballspielen gelernt, Profi geworden bei Hansa, neben Größen wie René Riedlewitz begonnen. Kai Bülow hat seinen Traum früh wahrgemacht. Auflaufen für den Verein, für den er immer geschwärmt hat, mit 19. Er wurde dort ins kalte Wasser geworfen und hat sich freigeschwommen. Das erste Tor für Hansa. Emotional. Genau wie die Zeit mit München, als er 1860 die Klasse rettet. Doch der größte Erfolg bleibt der mit Rostock. Unter Pagelsdorf der Aufstieg in die Bundesliga. Nach 15 Jahren der Schlusspunkt, wo alles begann. Bei Hansa. Ja, Kai Bülow, nach Jahren in der Fremde in München, Karlsruhe, wollten Sie Ihr Karriereende in Rostock beschließen. Warum? Ich glaube, was Schöneres gibt es für einen Fußballer doch nicht, wenn man die Chance hat, für seinen Heimatverein mal in der Karriere mal zu spielen und selbst auch bestimmen darf, wann es zu Ende gehen soll und nicht gezwungen ist durch Verletzungen oder vielleicht auch, wenn man keinen neuen Vertrag angeboten bekommt. Ich glaube, davon, das wünscht sich, glaube ich, jeder, der aktiv Fußball spielt. Und ich hatte die Chance dazu und dafür bin ich sehr, sehr dankbar. Was machen Sie, wenn die anderen in ein paar Wochen wieder anfangen zu trainieren? Ja, gute Frage. Wahrscheinlich werde ich in der Zeit am Strand liegen mit meiner Familie und die Sonne genießen. Ja, keine Ahnung. Ich werde mir natürlich andere Hobbys suchen oder andere Aufgaben suchen im Leben. Das steht noch nicht so ganz fest. Ich möchte jetzt wirklich mal ein Jahr erstmal ein bisschen abschalten und ja, Hobbys nachgehen, der Familie endlich mal ja, Zeit widmen, auch die Wochenenden mit der Familie verbringen und dann wird man sehen, wie es dann weitergeht. Das haben Sie sich verdient. Vielen Dank für das Gespräch und alles Gute für Ihre Zukunft abseits und vielleicht irgendwann auch nochmal wieder auf dem Platz oder an der Seite. Kai Bülow, vielen Dank. Tschüss. Vielen Dank.